Wir schreiben den Mai 2022. Heute bin ich in Dresden beim VT 18.16. VT steht für Verbrennungstriebwagen. Und das sind hier ganz legendäre Fahrzeuge, die im Moment hier wieder betriebsfähig aufgearbeitet werden. Es sind dieselhydraulische Schnellverkehrstriebwagen, sogenannte SVTs. Und diese Triebzüge wurden damals für den hochwertigen internationalen Einsatz gebraucht. Ab 1963 erfolgte im VEB Waggonbau Görlitz die Fertigung, also 1963 gab es halt den Prototyp und ab 1965 wurde die Serie gebaut. Es gab also 8 solcher Triebzüge und ja, wie man sieht, hier in dieser Halle werden sie nun wieder betriebsfähig hergerichtet. Und das Ganze läuft dann unter dem Namen Ein Zug für Mitteldeutschland. Diese Züge waren auch bekannt unter dem Namen Carlex, Vindobona oder auch Neptun. Es ist also ein Stück europäischer Eisenbahngeschichte, was zurzeit hier in Dresden wieder betriebsfähig aufgearbeitet wird. Ich zeige euch mal ganz kurz hier noch einen Blick auf eines der Drehgestelle, nämlich hier. Und ich hoffe, dass dieser Zug bald wieder in Fahrt kommt. Und dann auf Güterwaggon verläuft.